Hallo Hannes. Hallo. Was hast du da? Ich habe hier einmal Kombucha Classics. Kombucha Classic? Kombucha Classic. Von wem ist das? Vom Ramses. Nee, er meint, ich sollte die... Von Carpe Diem. Ah, habe ich dich schon wieder verarscht. Ja. Nee, und da mache ich jetzt auch mal diese Challenge davon. Jawohl. Willst du mal vorlesen, was das ist und was da draufsteht hinten? Die Zutaten ist Aufguss aus Kräutertee, Wasser- und Kräutermischung, Rübenzucker, Kohlensäure, Kombucha-Kultur und Lactobacillen und Acerola-Saftkonzentrat. Okay, sagt mir gar nichts, also... Was willst du jetzt damit machen? Glaubst du an Karma? Nein. Ja, das werde ich erstmal jetzt hier auf Exen. Dieses Teil Exen. Da muss ich ganz kurz einschreiten und zwar nochmal zur Erklärung. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes, der war hinter der Kamera gerade und der Bo hat doch so eine Challenge gemacht, die Carpe Diem Kombucha Classic Challenge, ob man es schafft, eine Flasche Kombucha auf Ex zu trinken. Hat er auch gemacht, da ging es eigentlich auch gar nicht um Zeit, sondern einfach nur, ob man das so schafft, ohne abzusetzen. Wir wussten nicht, was das ist, stand wieder was von fermentiert drauf. Wir dachten, das ist richtig komisch, wie der Brottrunk, probiert Brottrunk unbedingt, wenn ihr Brottrunk nicht kennt, probiert Brottrunk. Ja, und das habe ich ja mit dem Marius gemacht und ich glaube, ich habe eine recht gute Zeit. Mir kam es vor, als wäre das voll dickflüssig, ölig, voll sirupartig. Ich musste richtig die Flasche drücken, dass überhaupt wieder was rauskam. Und der Hannes hat mich bei der Brottrunk-Challenge komplett abgezogen, nackig gemacht. Das habt ihr aber noch nicht gesehen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ich weiß nicht, wie ich das hochlade. Und weil ich jetzt schon wieder eine Flasche bekommen habe, ich es aber schon kenne, der Hannes es aber nicht kennen möchte, der Hannes in Angedenken an der Bo jetzt einfach auch mal die Kombucha-Challenge machen mit einer Flasche Carpe Diem Kombucha. Das probieren wir jetzt. Oh, geiler Deckel. Was sagst du denn dazu, dass plötzlich alle Videos von der Bo weg sind? Das ist komisch, schade. Oder? Schade, ich finde es schade, weil keiner weiß, was los ist mit ihm. Und wir haben immer gern bei ihm reingeschaut, ja, der hat immer coole Ideen gehabt, der hat ihn immer nominiert und wir haben ihn immer mit eingeblendet. Und war immer sympathisch. Man hat sich sehr gefreut immer darauf. Ja, ne? Richtig, war ein sehr sympathischer. Ja. Und jetzt alles weg auf einmal. Also, wenn ihr der Bo gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare, wo ist der Bo, wir suchen der Bo. Und ansonsten würde ich sagen, Hannes, jo, lass es dir schmecken, mach es mal auf und dann kannst du uns ja später sagen, wie es schmeckt. Kohlensäure, jawohl. Das ist der Brottrunk, hatte zum Beispiel keine Kohlensäure. Nee. Das war einfach nur das ging ja runter wie Säure, aber keine Kohlensäure. Ende. Siehst immer aus wie Badlands Chucks, wenn du was trinkst. Es ist noch ein bisschen was drin. Aha. Ja, Schaum, yeah. Schaum. Fuchs. Aber sonst. Ja, und? Ich habe aber schon gesehen, da musste man richtig schlucken, oder ne? Das war doch. Wie, das ging. Wie kam es dir denn vor? Ja, wie hat es denn ging. Geschmeckt überhaupt? Nach was schmeckt's denn? Das weiß ich gar nicht, ich hab's einfach nur runtergekippt. Aber, nee, aber es, einen leichten süßlichen Geschmack auf jeden Fall. Und ja, nach Tee halt einfach. Und, aber es ging eigentlich runter wie alles andere eigentlich auch. Ja, ich finde, es ging richtig schwer aus der Flasche raus. Also das wenn ich nochmal trinken wollte, kam gar nichts mehr hinterher. Ich musste immer drücken, damit wieder die nächste Wurst kam. So. Ja, das wundert mich, weil es ist eigentlich flüssig gewesen ohne Ende und es ist eigentlich runtergegangen wie nichts. Verdammt nochmal, habe ich wieder den Schatzartikel gehabt. Aber ja, ich muss sagen, war es vom Geschmack her sehr, also Tee halt einfach. Wir können dem Hannes halt nichts vormachen. Der Hannes, der schluckt alles und deswegen ist es egal. Ich werde mein Video, wie ich es getrunken habe, im Vergleich dazu einblenden, während Hannes trinkt. Das ist aber jetzt schon vorbei. Ansonsten, wenn ihr auch Carpe Diem kennt, wenn ihr schon mal Kombucha getrunken habt, schreibt es mal rein. Oder was kennt ihr noch für super Getränke, die man mal probieren könnte?
Ja, der Bo kann ja nicht mehr nominieren, so deswegen. Leider. Das war es ansonsten schon von meiner Seite aus. Dankeschön, Hannes, für dieses sehr cool, also. Super tolle Video. Da freue ich mich ja total. Ne? Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jo. Tschüss. Tschüss.